Hier geht es um ein interdisziplinäres Work in Progress Projekt namens Spiralkanäle. Und alles, was dahinter steckt, und das ist eine wirklich große, spannende Geschichte, die ich angefangen habe zu entwickeln und realisieren 2004 in Estland. Das ist so eine vielschichtige Angelegenheit. Ich verstehe das Ganze als künstlerisches Projekt, aber da sind sicher drin auch andere Facetten. Gut, Spirale als Spirale, das ist so nichts Neues. Symbol, wurde in jeder Epoche überall zum Ausdruck gebracht. Universum selbst, Mikro- und Makro-Universum selbst hat diese Form. So gesehen ist das vielleicht ja, keine große Besonderheit. Ich traue mich aber zu denken und behaupten, dass sich rundherum doch eine eigenständige, originelle Geschichte, natürlich basierend auf meinem globalen Netzwerk der Kreativen und Künstlern, geschaffen habe. Ich werde versuchen, das in diesem Beispiel hier zu beweisen. Was ist jetzt da los? Also ich habe keinen Job mehr gehabt. Und das ist, ich war 25, glaube ich. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, wenn ich etwas in meinem Leben erreichen möchte, es wäre toll, wenn ich das mit der Kunst erreiche. Und das war mir klar damals, dass es nicht möglich ist in ehemaliger Jugoslawien. Und eben, das war 2 Jahre vor dem Anfang des Krieges, und da habe ich schon so Inhalt der Sprache, meiner Muttersprache habe ich nicht mehr bestens verstanden, weil da hat man auch von gewissen Möglichkeiten gesprochen, die dann später auch waren. Und das konnte ich nicht mehr verstehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also dann gehe ich halt. Wohin soll ich gehen? Okay. Ja gut, dann gehe ich nach Schweiz, weil meine Mutter hatte dort 20 Jahre lang gearbeitet. Und so war ich direkt oder indirekt mit der Schweiz durch sie verlinkt. Und so hat sich diese Geschichte weiterentwickelt. Da habe ich 1991 die Chance bekommen, um eine erste Ausstellung in St. Gallen zu bekommen, zu organisieren. Und da habe ich meine Bilder ausgestellt und werde versuchen. Ja. Ein bisschen lauter, wenn es geht. Ja. Vielen Dank. Also 1991 habe ich erste Ausstellung in St. Gallen gehabt. Das war eine kleine Ausstellung und in der Zeitung habe ich ein paar Worte zu meiner Ausstellung gelesen und da habe ich gedacht und laut geschrien, niemand mehr kann mich stoppen. Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, übrigens, und ein bisschen Englisch nur. Und das hat mich tatsächlich so was von motiviert, dass ich an mir selbst sehr gearbeitet habe. Ich habe auch immer wieder geschrieben und die Sprache war mir sehr, sehr wichtig. Also dann habe ich Gas gegeben, um Deutsch zu lernen. Und Deutsch in der Schweiz zu lernen, das ist nicht so einfach. Am meisten habe ich gelernt durch Übersetzungen von meinen Texten aus Kroatischem ins Deutsche oder umgekehrt. Und da habe ich mich schon getraut, irgendwelche Vorträge zu besuchen bei wichtigen Germanisten und Fachbuchautoren und so weiter. Und da habe ich angefangen, meine Gedichte auch zweisprachig vorzutragen, immer original auf Kroatisch und Deutsch. Dann mit der Zeit habe ich auch Originale auf Deutsch geschrieben und dann ins Kroatische übersetzt. Und 2004 habe ich mich mit dieser Idee beworben in Estland
zu einem Kunstsymposium. Bis dann habe ich nicht so gearbeitet, das ist eine Art von Landarte. Und das war irgendwie anerkannt. Und das gab ein Thema, in dem ich gearbeitet habe, und das Thema war Isolation. Also.